Wow, it's as big as you would expect for the most visited shrine in Japan. Oder so zumindest ausgesprochen auf Englisch. Hey, beste Sprache, die ich so toll kann. Ja, jetzt wieder Gogo Nippon. Bin mir nicht sicher, ob ich versuchen werde zu übersetzen, weil das eher ein Desaster wird. Oder vorlese, was auch ein Desaster wird. Ich kann nur verlieren. Isn't it? Anyway, let's go inside. Okay, by the way, do you know the way to enter a shrine? Also weißt du, wie man einen Schrein betritt? Ja klar. So, oder? Du klatscht in die Hände. So ungefähr. Nur so ungefähr. Ja, zuerst musst du deine Hände waschen. Das ist, ergibt Sinn. Ach so, den Mund auch noch waschen und den Körper reinigen. There will be a box called an Osaizenbaku when you go inside. Also Geldspende da rein in das. Put some money in there. Geld. Aha, okay, dann haben wir auch die Schreine eine Glocke, wo man sie. Die man läuten kann, um das Gebiet zu reinigen. So you ring that before. Und dann. After that, some shrines have a bell that you can ring so to purify the area. So you ring that before addressing the gods. Also bevor man mit den Göttern spricht. Läutet man die Glocke. I see. There are a lot of steps to this. Anyway. Willst du es mal versuchen? Klar. Zunächst. Trockner heißt. Turn to the god and bow twice. Zweimal verbeugen, okay? Zweimal verbeugen. Dann zweimal die Hände klatschen. Das ist hier aktives Mitmachen bei dem Spiel. Das ist top. Okay. Sogar Soundeffekt hätte ich nicht selbst klatschen müssen. Oh, dann darf man einen Wunsch vom Herzenswunsch äußern. Mein Herzenswunsch, mein Wunsch sind Punkte. Halbierte Punkte. Meine auch. Noch mehr Punkte. Und dann noch einmal ein letztes Mal verbeugen. Es fühlt sich. I feel so weirdly tense. Hey, was hast du dir gewünscht? Hab dafür gewünscht, dass die restlichen Tage in Japan hier noch unglaublich werden. Und du? Ich? Ja, wofür hast du was hast du dir gewünscht, Akira? Ich habe mir gewünscht. Ja. Es ist ein Geheimnis. Ich habe eine Vermutung. Wie bei allen Nobles. Ja, ich verstehe. Kannst du es mir nicht einfach verraten? Nein. First of all, if you tell someone what you wished for, it won't come true. Oh. Also werden die Tage in Japan jetzt nicht mehr unglaublich. Warte mal. Hättest du mir das nicht früher verraten können? Was ist jetzt mit meinem Wunsch? Ich weiß es nicht. Das bedeutet. Die Tage werden nicht mehr unglaublich. Super aufwendige Zeichnung. Anyway, here's our last sightseeing spot. Wow, das ist so. Wie soll ich das sagen? Mit noch mehr jungen Leuten voll als Shibuya? Joa, kann man sagen. Das ist Harajuku. Aha, für Mode und. Modeort für Teenager-Mädchen in Japan. Ja, das. I think I could tell that just from a glance. Compared to Shibuya, earlier it's nothing but young girls. Right? Since so many young girls come here every day, many of them get scouted and make their debuts in the entertainment world. Wow. So if we are not careful, you might get scouted too. Das ist nicht möglich. Wirklich? I've seen a little bit of Japanese television and you're at least as cute as the girls I've seen there. Hä?
Worüber redest du überhaupt? Nichts, nichts. Es ist die. Ach so, nichts. Es ist die Wahrheit. Ich weiß. Hey, willst du einen Crepe essen? Hä? Crepes sind Harajukus Spezialität. Ich werde eins kaufen. Wir reden schon von diesem Teig da, wo so in diesem Kreis da so ganz dünn gemacht wird. Dann kommt so Puderzucker, Zimt oder so drauf, dann wird es gefaltet und so, oder? Akira, was she acting bashful just now? Was stand da? Egal. Hier, ich hab dir eins gekauft. Danke. Nun ja, itadakimasu. Itadakimasu. It's so sweet and good. Hast du mir ein anderes Crepe gegeben als deins? Ja. Ich habe dir nur das bekannteste vom ganzen Menü gegeben. Aber Akira sieht auch sehr lecker aus. Okay, at a time like this. Ah, da ist ein unsichtbarer Mann. Hä? Wo? Oh Mann. Wirklich. Jetzt ist es meins. Hä? Ja. Das ist lecker. Was machst du? Tut mir leid. Das ist ja voll gemein. Das ist voll mies. Sorry, your crab just looked so delicious. Ah, you can have a bit bite of mine too, of course. Das ist nicht das Problem. Ah, then you are worried about hygiene. Das ist es auch nicht. Es ist nur ein indirekter Kuss. Nenn nichts. Aha. Nun, es tut mir leid, wir können auch tauschen, wenn du willst. Nein, nein, keine Sorge. Aber ich habe gesagt, es ist okay. Okay. Bist du dir sicher? Look, let's just eat. Okay. Diese komischen Zeichen. Es ist sehr gut. Ja. Das war dann Shibuya mit den 190 Yen, beziehungsweise hier im Spielstand 190 Euro. Hey, let's eat out for dinner tonight. Eat out, you mean like a restaurant? Obviously, did you think I was talking about eating bento in a park at night? Hätte auch was. Right, but why do you want to do that? Well, you did come all the way to Japan. So you want to eat at a specialty restaurant at least once, right? Nun, eigentlich mag ich Akiras Kochkünste sehr, wenn ich ehrlich bin. Hä? Ich meine, es ist wirklich gut. Yeah. Cut it out. Stop joking around. Hä? I wasn't joking around. Na sowas. Hehe, Aki-chan gets bashful when she's praised. I'm not bashful. anyway, what do you want to do? If you got a request for what to eat, you'd better make it quick. Ein Vorschlag. Mal nachdenken. Hier sind viele Dinge, die ich gerne essen würde. But most of those I can get in Japanese restaurants back in my country. And when I think about it, I get the feeling that the dinner Akira makes is closer to what Japanese people actually eat every day. That's it. That's what I want. What is it? Hast du dich entschieden, was du essen willst? Ja, ja, ich will das essen. Was ist das? Na sowas, darf ich es auswählen? Pizza, Japanese Pizza. Pizza, Japanese Pizza, Sushi. Die Sushi gibt's ja wirklich überall. Pizza, Japanese Pizza. Japanese Pizza? Pizza, ja, ich habe darüber gehört. Wir sagen, es sieht aus wie Pizza, aber es ist anders. Es ist Pizza, nur anders.
Etwas, das aussieht wie Pizza, aber was anderes ist. Was könnte es sein? Ich frage mich, ob es das sein könnte. Das? Ja, wir haben einen in unserer Nachbarschaft. Weißt du? Was? Ich weiß nicht, worüber du redest. Nee, du wirst es verstehen, wenn wir da sind. Japanese Pizza. Ist es hier? I see, now I understand. Was denn? Stühle. Yoshai. Das ist ein Japanese Pizza Restaurant. Ja, wir nennen es Okonomiyaki. Okonomiyaki. The wheat flour is boiled in mortar, then mixed with cabbage or pork or whatever ingredients you like and fried on top of a hot iron griddle. Wow. Also manche Ortschaften füllen sie sogar noch mit Nudeln. Hier in Tokio kannst du eine regionale Variation bestellen, die heißt Monya. Aber heute werden wir einfach nur Standard-Okonomiyaki essen. Okay, klar, klar. Anyway, let's put in our order. I think I would like to try the special. Spezial? Ja, es hat alle möglichen Füllungen drin. Die meisten Restaurants haben eins. Also wenn du dir nicht sicher bist, was du nehmen willst, dann ist es das Simpleste, was du benutzen kannst. Ah, ich verstehe. Dann will ich auch das Special. Special. Now we fry it up. Du meinst, es ist Selbstbedienung? Manche Restaurants schon. Manche werden das auch für dich tun, aber manche werden es auch dich selbst fryen lassen. So was. Personally, I think it's more fun when you fry it up yourself. Yeah. Wow. Okay, here we go. Wow. Once the wheat flour mixes with the water, you mix it with the softened ingredients. Ich verstehe. And it splits out in a circle on the pan. Die eine dann einmal die eine Seite braten, dann benutzt du dieses Utensil, um es umzudrehen. Schwierig zu meistern. Klar. Wirklich? Ich denke, es braucht einfach nur ein bisschen Zeit, dass man sich daran gewöhnt. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, egal wie oft ich es versuche. Egal wie ich es versuche. Hier, Aki-chan, mach meins auch. Okay, und du? Ich denke, ich werde es halt versuchen. Wirklich? Dann schau erstmal zu. Oh, Special Effects. Bestes Spiel. I guess it's time. You must slip the spatula in between the pan and the ingredients. And as hard as you can, here. See, just flip it over. Klar. The trick is not to hesitate. Hesitate. Here. Versuch es. Hey. Slip the spatula underneath the okonomiyaki. Then as hard as you can. Yeah. Ah. Oh dear, that didn't work. It really got away from you. Don't worry about it. It just caved in a little. You just have to reshape it. I guess it really is hard to get the hang of it. But it's definitely a lot of fun frying it for ourselves. Ooh. Mm-hmm. Do you think they are cooked true? I think so. Nun ein bisschen Soße und Mayonnaise. Dann ein Sprinkle von Aonori und Katsubushi. Ah gut, ich dachte schon, was Aonori ist dried. Ah, getrocknetes Seegras. Die Hintergrundgeräusche. Ja, Katsubushi ist getrockneter, rasierter Fisch. Beste Englischkenntnisse. Es fügt wirklich einen tollen Geschmack hinzu. Es ist eine Notwendigkeit für Okonomiyaki. Oh. Bester Text. Wow. 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 Ja, fertig. Ach so.
This is Japanese pizza. Das ist... Ja, das ist Okonomiyaki. Japanische Pizza. Okay. Zeit zu essen. Warte. Wir werden das gleich von der Pfanne essen? Ja. Es gibt Variationen von Restaurant zu Restaurant, aber... Normaler, but generally speaking, you want to leave it on the pan, so you're practically panting from the heat. Aha, klar. Nun, egal. Itadakimasu. Itadakimasu. Ah, heiß. Ehrlich? Das ist eine Pfanne. Die brät gerade das Ganze. Ist total heiß. Und dann tut man gleich so richtig so... Nein. Hey, pass auf, dass du dich nicht selbst verbrennst. Wirklich, es ist wirklich heiß, jetzt wenn es gerade so von der Pfanne oder so kommt. Es ist so heiß wie die Hölle, aber... Wie ist es? Wie schmeckt es? Granios. Aber die Soße riecht so gut. Caking on the pan. Es hat so viele Füllungen in... But they are also skillfully prepared. It's like nothing I've ever tasted. Es ist überhaupt nicht wie Pizza, überhaupt. Okay, 16 Minuten. Ich bin voll. 1200 Yen, bzw. hier, wegen der Umrechnung 999,99 Euro, also das Maximum, was es anzeigen kann. Ja, spricht sehr für das Spiel. Ja, 1200 Yen, 999,99 Euro für ein Okonomiyaki, hä? Ich frage mich, wenn es günstiger gewesen wäre, wenn ich nicht das Special genommen hätte. Tja. Hier haben wir wieder unseren Lieblingsladen, McDonald's. Hey Akira, you want to stop somewhere on the way home? I don't think so, I have all my shopping done. What about you? Nein, nicht wirklich. Das ist es, ich könnte ein bisschen Geld gebrauchen. Ist hier irgendeine Bank oder so in der Nähe? Eine Bank? Es tut mir leid, aber alle Banken sind in dieser Uhrzeit zu. Wirklich? Sogar die ATMs? Alle, die meisten ATMs in Japan schließen auch in der Nacht. Könnte sein, dass es zur Verhinderung von vielen Kriminalitäten geht. Ach so. Aber die ATMs und Kombinis sind 24 Stunden geöffnet. Also wirst du da vielleicht mit der Kreditkarte etwas abheben können. Wirklich? Nein. Doch. Sowas. Ja, by the way, do you have any traveler's checks? Oh yeah, I don't have them with me, but why? Banks are about the only place you can cash in your traveler's checks, but the banks all close by 3 p.m. So if you want to do it, make sure you do it early. Ah, I see. Das soll okay sein. Nun, können wir beim Konbini anhalten? Natürlich. Ist das okay, Akira? Klar. Gott sei Dank war es noch möglich, beim Konbini ein bisschen beim ATM Geld abzuheben. They have vending machines everywhere. But 24 hours ATMs are only in convenience stores? Sowas. There are a lot of fewer places that take credit cards that I expected. Especially in the smaller restaurants, there are a lot of places you can't use them. Japan ist ein sehr mysteriöses Land. Naja. Go Nippon. My first trip to Japan. Tag 3. Na sowas. Haben wir das auch geschafft. Morgen. Oh, guten Morgen, du bist früh wach? Ja, ich bin ein bisschen früher aufgestanden, also um nachzudenken, wohin ich gehen will. Ah, so ist es. Das ist gut. Ja? Es
it sounds like you're getting the most out of your days here in Japan. Ja, klar. Das verdanke ich dir und Akira. When you say that, it makes it all feel worthwhile. Sag, wo ist Akira? Sie muss immer noch schlafen. Oh, aber wenn du es nicht, wenn es dir nichts ausmacht, könntest du versuchen, sie auszuwecken. Was? Me wake up Akira, but... Ich habe schon wieder eine Vermutung, was so passieren wird. It's nothing to worry about. I'm not telling you to go into her room. Tja, was wird wohl passieren? Eigentlich das Offensichtliche, aber ist doch der beste Cliffhanger ever. Das war's von Gogo Nippon. Für, achso, wir haben den Plan gerade diese Woche. Ciao.